Aber zumindest ist ja eine größte Meuchelmörder bisher hier aus dem Wald getötet worden. Naja, aber diese Bande, die ist schon richtig hart. Mit diesen maskierten Wesen. Warum habe ich jetzt eigentlich nur halbe Ausdauer? Ich habe gerade gegessen. Ja, also im Prinzip kann man sagen, das war der Jack the Ripper des Forests hier. Beziehungsweise der Jack the Ripper der Insel, weil der hat ja so viele umgebracht wie keiner davor. Und war sogar ins Haus reingekommen. Keine Sorge, Reh, ich tu dir nichts. Ich habe alle Fälle, die ich brauche. Ja, und Fleisch, mein Gott. Ich meine, wir haben Snacks. Trockenfleisch kriege ich bestimmt noch. Moment. Hier ist ja noch. Stimmt, das kann ich auch schon drin hier investieren. Oh, diese Ausdauer, das gibt's einfach nicht. Naja, aber hey, die Knochenkorb, den haben wir schon mal fertig bekommen. Wir haben zwar jetzt kaum noch Knochen, aber naja. Warum hast du keine Kraft? Warum schwächelst du jetzt so? Sag es mir. Nee, aber vor allem, ich war noch zu stolz, ne? Weil die letzten Male, da habe ich ja quasi gegen Unmengen von Kannibalen gekämpft und da habe ich ja quasi alle alleine mal länger besiegt und dann kommt einer von denen und tötet gleich 6 Stück von meiner Sorte, kann man sagen. Nee, Quatsch, 7 sogar. Ja gut, es waren zwar schon mehr insgesamt, das heißt, man musste sich auch mehr konzentrieren. Aber trotzdem. Boah, nee. Ey, das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Schon wieder die Bande. Und die kommen immer irgendwo von hinten, wo man die einfach nicht sieht. Das gibt's einfach nicht. Jetzt wollen sie sich an dem Jack the Ripper der Insel rächen, ihrem Freund. Meine, das war der Schlimmste, den wir schon besiegt haben, aber die anderen sind ja auch nicht zu unterschätzen. Na komm. Sicher ist sicher. Jetzt sind natürlich wieder weg, ne? Gleichen an, hau dich und geht dann schnell wieder weg.
Der schleichende Tod. Warum sind hier eigentlich keine Bären mehr? Haben sie etwa auch alle niedergewalzt? Was sind eigentlich solche Raudis? Warum? Na gut, immerhin haben wir schon gleich wieder hier ein bisschen Fortschritt gemacht. Noch 4 Bäume, dann haben wir erstmal die 150. Ist ja auch schon noch was. Mann, ich verstehe jetzt nicht, warum ich trotz... Okay. Oh, das ist wieder einer von denen. Der sieht man, weil der Schatten geschlagen ist. Was? Oh toll, wahrscheinlich sind sie wieder zu zweit und dann kam wieder ein angeschlichen oder so. Alter. Erst einmal. Guck mal, die Pflanzen heilen ja noch nicht mal voll. Oh. Die Heilung ist ja echt auch ein bisschen für den. Oh, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute. Ich würde auch schon gerne wissen, was hinter uns da so los ist. Kann ich das nicht kleiner machen? Wir haben ein bisschen groß das Loch. Das muss mal kleiner gehen, Mensch. Nee, das mache ich dann doch nicht. Das ist jetzt mal wieder ein neuer, weil der ist nicht angeschlagen. Also, der gehört schon zur Bande, aber den haben wir noch nicht getroffen oder so. Aber jetzt ist er vergiftet. Da steht er, ich sehe ihn durch die Ritze. Naja, jetzt haut er wieder ab. Aber du bist vergiftet. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis du kapierst. Verstehst du das? Oh, also jetzt finden wir aber ganz schön viele Hasen hier in der Falle. Wir sind immer noch nur zu viert hier, komm. Nehmen wir Hasen, wir sind... Du hast ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch vermehrt, verdammt normal. Hier ist ein Topfleisch. Nimm ich. Boah, ey, jetzt kommt auf einmal wieder angestürmt, weißt du? Und dann zu dritt natürlich direkt wieder. Erstmal ist Ruhe und dann auf einmal wieder zu dritt. Nee, zu viert. Alter, die sind so. Also noch aggressiver geht's einfach nicht. Und hinterlegiger vor allem.
Oh, klappt nicht. Warum trifft er nicht? So, jetzt. Du sollst doch vergiftet sein. Warum bist du nicht grün? So, jetzt. Jetzt bist du vergiftet. So, Feinde, nimm ich schon mal. Ach, der Hand, der war doch eigentlich im Kopf. Jawoll! Wieder einer weniger von denen. Den zum Glück überhaupt nicht nervigen. Aber die sind schon echt die schlimmsten und penetrantesten Gegner hier. Der beknackt man, der kennt ja noch gar nicht. Hätte ich noch gar nicht gesehen. Wenn beknackt man hier wäre, der wäre wahrscheinlich nur dreimal so oft gekommen wie ich. Ah, da ist schon wieder der Angeschlagene. Der hier. Da sieht man ja seinen Brand unten. Und jetzt ist er noch vergiftet. Also es ist immer wieder dieselbe Truppe, die immer wieder zurückkommt. Ja, komm, hau nur ab, Junge. Kann es das mal gewesen sein? Ich komme nicht raus. Oh, Mann. Jetzt kann ich mal sein, jetzt bin ich nicht mehr raus. Ey, das ist doch alles. Da bist du scheiße. Mann! Jetzt habe ich schon echt die Schnauze voll von dir. Aber so richtig. Ja, genau, also. So, was sagst du jetzt? Entschuldigung. Ja, und der steht da jetzt? Oder was? Kannst du nicht in die Falle gehen, bitte? Hier? Nee, natürlich nicht. Guck mal, wie schlau. Guck mal, wie schlau. Was hockt der da? Ist er? Oh, naja, oder so. Dann haben wir jetzt von dieser Sechserbande. Also, warte mal, Jackson Ripper war ja einer. Dann noch eins. Zwei. Drei. Das heißt, es fehlen noch immer zwei. Von dieser Bande, die übrig sind. Ich nenne sie einfach dann Jackson Ripper Bande, weil der eine im Haus war der Anführer, der jetzt schon tot ist, und die anderen sind halt noch wenn eine Hängsel, die jetzt aber auch nach und nach beseitigt werden. Die haben zwar nicht geschafft, einen zu töten, meine Sorte, aber trotzdem sind die sehr hartnäckig und nervig. Ja, das waren noch drei. Wo ist der dritte? Komisch, ich weiß gar nicht mehr, wo die dritte Leiche ist. Komisch. Vielleicht schon die spawnt wieder. Das ist praktisch, dass die Exit einfach ins Feuer gelaufen ist. Das ist mal eine willkommene Abwechslung. Ja, komm, machen wir ein bisschen Knochenrüstung.
Na, immerhin. Da ist er doch, Mensch. So, erstmal Pfeiler. Aber guck, die Pfeile, die ich zurückbekomme, die sind ja keine Giftpfeile mehr. Das bedeutet. Ja, das. Aber gut, warum macht das Sinn, dass das Gift dann nicht mehr da ist? Ja, die Vogel stört doch nicht, ne? Der da mit dem Feuer steht. Ist in Ordnung. Feuerresistente Federn. Wer kennt's nicht? Nee, aber auf jeden Fall, ja, weil das Gift ist dann nicht mehr, also ist ja mit dem Gift bestrichen und das ist dann quasi wahrscheinlich dann nicht mehr vorhanden, wenn der Pfeil eben in den drin steckt. Aber gut, irgendwo macht das schon ein bisschen Sinn. Ja, aber die Medizin, die haut ja nicht so rein. Die Pflanzenmedizin. Muss ich dann direkt hier aus. Die vom Flugzeug ist aber. Naja, generell, die Medizin wie Koffern oder so finde ich wesentlich besser. So, das können wir doch nicht mal wieder speichern. Zumal jetzt nur zwei von der Jigs Ripper-Truppe fehlen. Die wir vernichten müssen. Ich denke, die kommen auch noch wieder. Oder später. So, aber erst einmal sollten wir hier weitermachen. So, den Baum will ich noch investieren in den Zaun und dann können wir, glaube ich, wieder in den Strandablauf Richtung Yacht. Um wieder ein bisschen Alkohol zu sammeln für Bomben und naja, ihr wisst schon. Brandpfeile. Und das übliche Zeug. Was man so zum Leben braucht. Ja, noch auf die Seite. Naja, dann haben wir da wieder eine Lücke geschlossen. Ja, also die Seite, die braucht auch gar nicht mehr so lange. Ist das nicht schon trocken? Oh, Echse, okay, nee. Nur die Echse ist noch. Dann ruft mit dir. Warte mal. Ich frage mich nur, warum der Arm und der Kopf nicht mehr da sind. Aber hier ist ein Totenschädel. Heißt das, dass es dann irgendwann komplett abgelaufen? Also selbst mit Fleischverhältnissen? Ich dachte, das ist unendlich. Naja. Aber ich hätte das sowieso nie gegessen, ne? Aber naja, der wird knapp eventuell. Oh man, zu wenig Pfeile nur noch. Aha, dann nehme ich mir ein paar mit. Um nicht zu sagen alle. Ich glaube, zumindest einmal Brandpfeile. Der ist auch wieder nicht so schlecht. So. Damit es wieder ein bisschen Abwechslung spielt, kommt, laufen wir mal den Strand ab. Auf der Jagd nach Alkohol. Ein bisschen steil.
Aber hey, das schaffen wir, oder? Ja, doch. Wenn man so vorsichtig runterrutscht. Ja, die waren natürlich da um einiges weiter hinten. Kann sich aber schon kaum erwarten, das Bootshaus da zu bauen. Und fertig zu haben, dass wir dann irgendwann auf große Seefahrt gehen können. So, ich habe auf jeden Fall vor, in den Einzel-Sessions hier noch, warte mal, ich will mal drauf klettern, das so zu machen, dass, ja. Na, sehr schön. Ja, dass es halt noch fertig wird mit dem Zaun, bevor wir halt die nächste gemeinsame Session machen. Ach schade, ich dachte, ihr könnt hier oben, aber nee, geht nicht. Hoch? Nee, das war ich eigentlich nicht. Oh nein, es wird dunkel, es wird dunkel. Verdammt Scheiße. Nicht gut. Sind doch überall Kartons mit den Platinen, oder nicht? Bei den Sahara-Containern. Okay, das Schildi. Keine Platinen mehr. Ja gut, die hatte ich damals noch nicht genommen. Jetzt habe ich wieder die volle Ladung und Platinen. Jetzt mal wieder noch Alkohol. Und ich brauche wieder was zu essen. Fleisch. Ja, okay. Das Fleisch gibt wieder viel Ausdauer. Die Snacks dann eben doch nicht so ganz. Das ist tatsächlich eher was für den Notfall. So, bald müssen jetzt die Koffer kommen. Die Yacht. Naja, da soll es definitiv sowieso Alkohol geben. Und da können wir dann vielleicht auch direkt da schlafen. Da sind wir sowieso safe. Komplett. Ja, bisher auf jeden Fall ist alles ruhig. Und ich frage mich, was die zwei übrig gebliebenen von der Jackson Ripper Truppe machen. Rachepläne schmieden. Rachepläne schmieden, so.
nichts leer. Wächst das hier etwa doch nicht nach in den Koffern der Alkohol? So, da hinten irgendwo müsste schon die Yacht sein eigentlich. Haie müssen noch kommen. Und noch ein paar Koffer eigentlich. Aber das ist jetzt überhaupt hier gar keine... Kann die Wahl noch so kommen in der Nacht? Mann, alles leer. Alle Koffer sind komplett leer. Ja, und nicht ganz genug Stoff. Ja, aber Stoff, das habe ich doch mehr als genug, wenn ich mal Alkohol. Warum ist hier kein Alkohol mehr? Oh, oh. Da laufen wieder welche von den Freaks. Ja, schon viele sogar. Wie macht man hier eigentlich die Taschenlampe an? Manchmal ist die an und manchmal nicht. Oh shit. Sie haben mich entdeckt. Scheiße, ich glaube, es sind sogar welche von der Jackson Ripper Truppe. Und die haben Verstärkung geholt. Die sucht mich wahrscheinlich jetzt überall. Scheiße, noch mehr echt hinterher. Scheiße, wo ist die Yacht? Den nicht hier vor dir? Was ist er? Ist da? Ich glaube, da ist dran, ne? Die Pflanzen sind? Nee. Scheiße. Das ist halt arschdunkel. Oh nein, mir ist kalt. Verdammt. Muss ich auch noch ein Lager frei machen? Einfach hier mitten im Nirgendwo. Das Lagerfeuer anmachen. Dann verliere ich wieder nichts. Das ist einer von den zwei der Jake the Ripper Truppe und die anderen sind noch so normale, glaube ich. Die haben einfach Stärkung geholt. Die haben die anderen um Hilfe gebeten, mich endlich zu vernichten. Stattdessen werde ich aber euch vernichten. Was haltet ihr davor? Ach Gott. Das ist so eine beschissene Stelle mit dem Feuer. Oh, das hängt da irgendwie so quer. Ich komme nicht rauf, Mann. Oh, ich nehme mal.
Mann. Aber ich will wissen, wo die Yacht ist. Ich sehe die einfach nichts. Das ist so finster. Und jetzt sind die auch halt auch hier. Mit ihrer Verstärkung. Du bist der Letzte der Shakespeare-Truppe, die ursprünglich hin. Ja, du bist nur ein kleiner, bedeutender Helfer. Oh Mann. Okay, der kleine, unbedeutende Helfer ist weg. Jetzt noch du, verdammter Scheiße. Oh Mann. Oh, der ist gut. Okay, der ist gut. Der ist gut. Der ist okay, ich okay. Die sind alle weg. Alle. Naja, wie gesagt, zumindest meine Ursprungstruppe. Der Jackson Ripper-Truppe. Aber er hat viele Anhängsel, wie es aussieht. Ja! No, es läuft einfach nicht. Es geht ins Wasser, Junge! Heißt, das ist nicht tief genug. Mann, ey. Oh. Ist aber auch eine schwere Geburt, irgendwie. Bräuchte. Muss man mal sagen. Knochen sind da. Ich sehe die Yacht immer noch nicht übrigens. Es ist viel zu dunkel. Ich höre schon wieder ein. Boah, der. Ey, jetzt kann ich wahr sein. Oh Mann. Oh. Bin tief gestürzt. Da ist noch die Yacht, Mensch. Braucht man noch Knochen? Ah, ne, sind keine mehr. Und wo ist der? Da. Hey, mein Gott, wo kommst du jetzt wieder her? Das sieht doch. Hinterlich irgendwo angeschlich. Ah, schade, ich wollte nicht ins Wasser locken. Oh, ha! Das war mal was Gutes. Ja. Es können so viele Anhängsel von Jackson Ripper kommen, wie wollen. Jetzt mache ich sie alle kalt. Beziehungsweise heiß. Die haben lange Feuer. Warte mal, jetzt mal wieder Knochen verloren. 1, 2, 3. Bekommen wir direkt wieder 2 neue. Ne, 4. Ne, 5. Der andere ja auch noch. Ja, da hat sich das auch gelohnt. Sondern gleich zur Yacht. Wir haben kein Druck, sei schwer.
Snacks dann halt. So. Nochmal wieder trinken. Was ist denn heute los, Junge? So, ein Alter genug. Aber komm, Alkohol muss doch hier wieder sein. Muss. Muss. Oh, danke. Nur eine? Ich bin enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Egal. Jetzt brauchen wir uns mal erstmal ein paar Bomben hier. Naja gut, zwei Stück. Mehr geht ja eh nicht. Okay. Warte mal. Geld. Armbanduhr. Platine. Alkohol. Ah ja, Taser. Platine. Alkohol. Taser. Armbanduhr, die letzte leider. Geld. Ja, haben wir zwei Bomben. Ja, komm, und einmal können wir noch Brandpfeile machen. Die sind ja auch ganz gut. Naja, aber Alkohol ist ja echt Mangelware. Muss man einfach mal sagen. Ja, jetzt brauchen wir eh nicht mehr schlafen. Jetzt ist schon Tag. Also das Haus da am See ist natürlich unser Hauptsitz, das ist klar. Aber rein theoretisch wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn man irgendwie so vielleicht noch Zweitwohnsitze hätte oder so. Okay, das hatten wir eigentlich schon. Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ja gut, vielleicht noch nicht, aber gleich, wenn wir dann zu Hause sind. Wir werden jetzt mal schön Musik hören beim Arbeiten. Das gibt bestimmt Motivation. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Nur mal ganz kurz am Anfang, wo wir die gefunden haben. Okay, Moment, war da nicht die Alore? Vera, ja. Nochmal. Okay, das müssen wir uns merken. In der Nähe der Yacht ist Alore Vera. Okay, weißt du was? Die sammeln wir auch. Weil damit, mit den Beeren, können wir auch noch vergiften. Hello. Eigentlich praktisch. Mach doch keinen Scheiß.